Willkommen, meine Lieben. Ich habe für meine Tochter eine Einhorntorte gemacht und jetzt sage ich euch, wie ich das gemacht habe. Und da habe ich jetzt Kuchen, also ja, sag mal so Biskuit. Biskuit ist das nicht. Das ist eine Schokokuchen mit Nüsse. Link dazu gebe ich euch und gebe ich euch in Infobox. Ich habe einmal gemacht eine Tannenbaumkuchen. Und das ist diese Kuchen. Die habe ich, also hier habe ich Doppelmenge gemacht. In eine, glaube ich, 18 cm Springform oder Backring. Also doppelte Menge. Und habe ich auch 20 Minuten länger gebacken, also bis die Stäbchen. Also ich habe Stäbchenprobe gemacht. So. Ja. Könnt ihr auch natürlich eure Lieblingskuchen nehmen. Und da habe ich jetzt auf drei geschnitten, also dass ich drei Boden habe. Und habe jetzt die erste Boden mit Pflaumenmus bestrichen. Könnt ihr auch andere nehmen, also säuerliche Brotaufstrich, ja, Waldfrüchte, Konfitur oder sowas. Und da gebe ich jetzt eine Buttercreme mit Schokolade. Da gebe ich jetzt das zweite Boden. Hier habe ich nicht gemacht die Pflaumenmus bzw. die Konfitüre. Ja, ich dachte, das war für meine Kinder und die mögen nicht so, aber mir hat da ein bisschen gefällt, diese leichte, süße, säuerliche Note, sag ich mal. Deswegen werde ich euch empfehlen. Und da gebe ich jetzt wieder Buttercreme und das oberste Teil. Die ist mir ein bisschen zerbrochen. Und jetzt mache ich mir Buttercreme für außenrum. Da habe ich jetzt 300 Gramm Butter, steif, nicht steif, richtig fluffig weiß geschlagen. Das Butter muss weich sein und da habe ich zwei Schokolade mit geschmolzen in so einer Gefrierbeutel und werde ich jetzt langsam dazu geben und langsam mischen, also so 7 bis 10 Minuten, also das Creme muss richtig so fluffig sein, richtig, ja, fluffig sein, ja, sag ich mal. Ich werde mir jetzt die oberste Teil, sag ich mal, ja, oben werde ich mir noch ein bisschen mit der Buttercreme bestreichen und das jetzt gebe ich zum Abkühlen für 20 Minuten, ja, einfach so, dass ich Zeit spare. Für die Torte, also für die zwischen die Böden, statt habe ich gleiche Creme gemacht, also auch 300 Gramm Butterschaum weiß geschlagen, ja, cremig geschlagen. Und da habe ich nur zwei Schokolade genommen, also zwei Vollmilchschokoladen. Mit der Süße, da muss ich abschmecken, weil manchmal ja, die Creme war nicht so süß, aber für manche ist das zu viel, für manche ist das genug, für manche ist das zu wenig. Also da musst ihr schon probieren. Falls euch zu wenig süß ist, dann gebt ihr noch 2-3 Esslöffel Puderzucker oder ein bisschen mehr und dann musst ihr schon abschmecken. Okay, die Torte nach 20 Minuten Abkühlzeit habe ich einmal gestrichen, sodass sie die Krümel binden. Dann habe ich wieder für 20 Minuten in den Kühlschrank gestellt, beziehungsweise draußen, weil draußen war schöne Kühlschranktemperaturen, also glaube ich, da war 2 Grad draußen und das geht ruckzuck. Und nachher habe ich zweites Mal gestrichen und so viel oder so lange gestrichen, geglättet, bis ich damit zufrieden war, bis die Oberfläche und Seiten ja, glatt waren, so wie hier. Das ist schon nach Abkühlzeit. Also dann, wenn man schon ein zweites Mal gestrichen hat, dann muss man wieder abkühlen, bevor man da die Fondant drauf tut. Da habe ich schon die Fondant drauf getan, also weiße Fondant. Und jetzt werde ich das glätten. Ja, schaut ihr erstmal, dass ihr die Oberfläche richtig flach druckt. Also erstmal die Oberfläche, weil sonst kann es passieren, dass ihr ein bisschen die Seiten druckt, also glättet. Die haften dann nämlich fest. Und dann oben könnt ihr, kann man, muss man nicht, aber könnt ihr dann fe später feststellen, dass sie so eine richtig dickere Luftblase ist. Bei mir hat das so, bei mir ist so passiert, aber dann habe ich so schnell sie rausgepustet, geglättet, ja. Und dann habe ich langsam die Seiten glatt gestrichen. Jo. Und was ich euch sagen muss oder will, Buttercreme
Also Torten mit Buttercreme und Fondant. Ja. Irgendwie ist nicht so mein Favorit, weil die Creme ist so. Ja, die ist eigentlich hart, aber ich kann das nicht so richtig damit arbeiten. Irgendwie das so schnell weich und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Am besten mag ich mit Ganache arbeiten. Die Masse ist immer fester und ach, egal. Jeder mag so, wie es will. Hauptsache es schmeckt. Gut. Da habe ich jetzt Holzspieß, ja. Hier werde ich mir jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen, was? Mir fehlen wieder die Worte. Hier muss ich mir schauen, wie hoch das Horn sein sollte. Ja, Hörn. Hörn, nicht Horn, sondern Hörn. Und da werde ich mir aus restlichen Fondant so eine Wurst ausrollen. Ja, oder Strang. Und werde ich auf dem Holzspieß bisschen Zuckerkleber bestreichen und das Fondant da drauf, sag ich mal, zwirbeln oder aufrollen. Ja, dann müssen wir so eine Horn machen und dann lasse ich kurz austrocknen. Und in der Zwischenzeit habe ich mir die Augen gemacht. Für die Augen habe ich genommen einfach schwarze Fondant und mir dünne Stränge ausgerollt mit den Händen oder geformt. Und ja, da könnt ihr sehen, wie ich das gemacht habe. So, das Horn habe ich mir hier erstmal mit der Zuckerkleber bestrichen und da später mit trockenem Pinsel habe ich mit Puderglitzerfarbe bestreut, sag ich mal, so dass die Glitzerfarbe da oder Puder haften bleibt. Ich habe einmal gemacht so eine Buchstaben, so eine Kommunionstorte. Und habe die Glitzer mit Alkohol vermischt und dann habe ich Fondant gemalt, also Buchstaben habe ich damit gemalt und das Ergebnis war nicht so schön. Deswegen habe ich so gemacht jetzt, dass die Farbe ja so glänzt. Erstmal Kleber und dann Trockenpuder, sage ich mal. Oder, bla bla bla. Okay, ja. Es gibt schon andere Spray oder Farben, aber ich habe nur diese, die andere werde ich mir nicht kaufen, weil ich mache nicht so viel mit Torten, deswegen bleibe ich dabei. Okay, die Augen werde ich mir so zukleben, draufkleben und dann haben wir gleich geschafft. Okay, das Horn werde ich jetzt aufspießen und ja, die Buttercreme habe ich mir nachher geteilt und in verschiedene Farben gefärbt. Ich nutze immer die Wilton-Farben. Das ist keine Werbung, das ist keine Schleichwerbung, aber viele Leute nutzen das und ja, ich habe das bei eBay gekauft, das ist auch keine Werbung. Also viele fragen mich, wo ich das gekauft habe. Und hier habe ich schon mir lila gefärbt und mache ich mir mit so einer russischen Tülle einfach aufspritzen. So eine Okay, ich habe mir viele verschiedene Farben gefärbt. Also Orange, ja, die Orange ist
das ist eigentlich Yellow. Ich weiß nicht, Gold Yellow oder irgendwas. Ich habe die Faden so in eine Set gekauft und da ist die Yellow. Die Yellow ist das zu, ist das, es ist zu intensiv. Man bekommt nicht so richtig gelb, sondern da man bekommt daraus so eine, sag ich mal, Eigelb. Ja. Für die andere Gelb habe ich mir extra Lemon Yellow gekauft und da habe ich schon, ja, gutes Gelbes, sag ich mal, also so zitronengelbe Farbe. Und Rollfondant. Fondant kaufe ich mir immer in Edeka oder in Rewe, das ist von Gunthardt oder Backdekor. Wenn ich bekomme, dann kaufe ich mir immer in Eimer. Da ist 700 Gramm, glaube ich, oder 800 Gramm, jetzt weiß ich nicht. Kann ich nicht so sehen. Ich bin schon blind. Ja, und die ist günstiger, also die ist weiß in Eimer und dann später farbe ich mir das entsprechend. Oder wenn ich das nicht finde, dann kaufe ich mir die kleinere 250 Gramm. Ja, aber ich bin sehr zufrieden mit dieser Fondant. Okay, jetzt werde ich die Farben so auf Frischhaltefolie verteilen. Rolle ich das vorsichtig zusammen zu einer Rolle und lasse ich das abkühlen, so 20 Minuten, weil wenn die Creme zu weich ist, man bekommt man nicht so einen schönen Effekt, wenn man spritzt. Ich hatte da verschiedene Spritztüren, also eigentlich hatte ich so eine Sterntüren, aber verschiedene großen Spritztüren. Spritztüren habe ich auch gekauft. Das ist so eine günstige, auf eBay habe ich gekauft und die hatten ja eigentlich keine Namen. Also die große habe ich schon in Polen gekauft. Das ist die einzige. Aber die Nummer weiß ich nicht, die Nummerierung, weil da ist nicht drauf graveriert. Deswegen kann ich euch nicht sagen. Aber da müsst ihr schon selber, ja, sag ich mal, schauen, was euch gefällt. Ja, okay, jetzt werde ich das so spritzen nach 20 Minuten. Ich glaube, wenn man Pastellfarben haben möchte, dann muss man ein bisschen weniger Farbe da geben. Na, aber egal. Es war nicht so schlimm. Ja, da habe ich wieder andere Sterntüle. Verschiedene. Da mache ich nur mit Einzelfarben. Also nur hell. Ja, da muss man schon machen. Was ich vergessen habe, habe ich jetzt erstmal bemerkt nach 2 Wochen, dass ich keine Ohren gemacht habe. Also haben wir ein Horn ohne Ohren. Ja, egal. Okay, die Torte habe ich jetzt abkühlen lassen und was ich euch empfehlen muss, das ist so. Buttercreme schmeckt, also Buttercreme-Torte mit Butter. Aha, zum Schluss habe ich noch die silberne Perlen gemacht, drauf gemacht und die Torte muss auskühlen. Und was ich euch empfehlen will, dass die Torte, wenn ihr die Torte am Samstag servieren möchtet, da könnt ihr ruhig, aber ruhig, und das werde ich euch empfehlen, schon am Donnerstag fertigstellen und dann 2 Tage ruhen lassen, weil die Creme wird sich dann gut, die Geschmäcker werden dann richtig gut zusammenziehen, sag ich mal, und die Torte schmeckt dann besser. Immer am nächsten Tag oder nicht am nächsten, in 2 Tage nachher. Es schmeckt die Torte am besten. Okay, so sah die Torte aus. 2 Stunden vor der Serviere aus dem Kühlschrank rausholen, sodass die Buttercreme nicht zu hart wird. Und dann kann man genießen. Okay, ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Mir hat es ja auch gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.